Hier sind sie live aus Saxony, Dr. Quasselkopp und Dr. Fertsch. Na, Fertsch, hast du die neuesten Forschungen zum Epstein-Barr-Virus mitbekommen? Die erzählen, dass der MS von dem EBV kommen könnte. Und das beim Virus mit der Kusskrankheit. Das Drüsenfieber vom Pfeifer. Ach, Quasselkopp, die haben da einen an der Waffel. Als ob so ein kleiner Virus eine ganze Krankheit verursachen könnte. Naja, die sagen, die Antwort liegt im hochkomplexen Zusammenspiel zwischen Virus und Immunantwort. So wie der Golfplatz und die miesen Golfer. Ha, meine Immunantwort ist schneller als meine Frau, wenn sie den nächsten Schuh aufplant. Die sagen aber auch, dass die Gene und Epigenetik eine Rolle spielen. Also quasi, wenn das Schicksal zwei linke Hände hat. Nur Fertsch, weißt du überhaupt, was eine Epigenetik ist? Das ist wie ein Bauplan von Haus, aber einer mit variabler Struktur. Stell dir vor, unsere Genetik ist der Bauplan fürs Schloss Moritzburg. Klar. Die drei Haselnüsse für Aschenbrödel, das kennst du. Das ist doch immer, wo die lange Touristenschlange steht und die da immer alles bewundern tun. Genau. Und jetzt stell dir vor, die Epigenetik ist wie die Innenarchitekten, die dasselbe Grundgestell immer wieder umgestalten. Je nachdem, ob du lieber einen Rittersaal mit Karaoke-Bühne oder ein Zimmer für ein Tête-à-Tête mit deiner Liebsten brauchst. Also sowas wie eine mitdenkende Tapete. Bingo! Und statt Tapete hast du bei der Epigenetik sogenannte Methylgruppen und Acetylgruppen, die an den Biobauplan drankleistern, um zu entscheiden, welche Gene aktiv sind und welche weiter Mittagsschlaf machen. Ganz genau, Quasselkopp. Und was die Epigenetik so macht, das hängt auch von allen möglichen ab. Was du isst, wie du dich fühlst, was du erlebst. Und am Ende brauchst du fast ein Horoskop, um rauszukriegen, ob du MS hast oder bloß eine schlechte Woche. Nicht nur das. Die sagen auch, dass die Zeitpunkte und Abläufe wichtig sind. So wie wann und wo du deine Frau zum Essen ausführst. Verpasst du die richtige Zeit, ist alles zu spät. Und der Epstein-Barr-Virus, der ist so fies, der bleibt lebenslang in den Wirtszellen. So penetrant, genauso wie uns die jährliche Steuererklärung verfolgt. Na, und wenn's dem Virus dann mal langweilig wird, dann geht er wieder in der Lütsche Replikation und schwupps ist er wieder da. Wie ein Mann auf Pension, der findet auch immer irgendwas zum Rumschrauben und Rumfuschen. Na, ebenso wie unser Immunsystem, weil es ständig den Virus in Schach halten muss. Da gehst du durch wie durch eine Ehe, ständig am Streiten und Kämpfen. Und das EBV scheint auch bei anderen Autoimmunerkrankungen wie Lupus und MS eine Rolle zu spielen. Aber dagegen hilft bestimmt auch Vitamin D, so wie eine Woche Urlaub in der Sonne. Und Fertsch, was sagst du eigentlich zur Idee, dass man sich gegen EBV impfen soll, um die MS zu verjagen? Nicht schlecht, so ein bisschen wie beim Autofahren. Wenn du den Parkkratzer vermeiden willst, nimmst du einfach einen Bus. Und logisch, so eine Impfung ist auch ein bisschen wie eine Versicherung, nur im virologischen Sinne. Na, das ist echte Pionierarbeit, die da machen. Wenn wir frühzeitig die jungen Leute impfen, könnten wir vielleicht die ganze MS im Keim ersticken. Bald soll es sogar eine Impfstudie auch im MS-Zentrum geben. Na, das klingt doch mal gut. So ersparen wir unseren Enkeln vielleicht mal die ganze Scherei mit der MS. Ach was, und denk mal an die B-Zell-Depletion. Wenn wir die B-Zellen platt machen, nimmt man dem EBV quasi einen Rückzugsort. Das ist wie wenn du die Vollsäufer vom Stammlokal verjagst. Dann kann die andere Kundschaft endlich Ruhe haben. Und trotzdem, sag mal, die Hygiene und die Verstädterung macht uns auch immer anfälliger. Das ist wie wenn du nur noch Bierobst isst und dann vor Schwäche vom Baum fällst. Tja, das ist halt wie das alte Sprichwort. Gut gemeint ist oft der Weg zur Hölle. Je mehr wir versuchen uns zu schützen, desto mehr machen wir uns kaputt. Erinnerst du dich noch an meine berühmt-berüchtigte Bärwalder Brombeerlikör-Rezeptur? Das ist ein Zaubertrank, hilft gegen alles. Und jetzt dopen wir mal unsere Gehirnzellen damit. Prost! Und jetzt ist aber auch genug belabert. Zeit fürs Ende, Fertsch. Nur dann, Fertsch.